Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend habe ich mich eingefunden über Skype, verbunden mit Bruder Viktor. Leider hat sich Bruder Stefan nicht gemeldet, weil wir heute die nächste Lesung in dem Buch Herrscher des Bösen angehen wollen. Darin sind wir immer noch in dem Extra gefangen, sage ich jetzt mal, in diesem Anhang aus dem ersten Kapitel, ganz am Anfang. Mensch, ich habe noch nicht mal hier von Viktor das Bild vorbereitet, du. Ich bin aber eine Pfeife heute. So was aber auch. Da möchte ich meinen Bruder willkommen heißen und dann habe ich nicht mal ein Bild von ihm, das ich hier einblenden kann in der Zwischenzeit. Tut mir leid, ich war noch so unter dem Eindruck von der Lesung gerade eben, dass ich noch gar nicht geistig ganz da bin, wo wir eigentlich sein wollen. Also, dann werde ich hier mal eben das Bild von Viktor zeigen. Voilà, das ist es. Und dann können wir ihn jetzt auch begrüßen und ohne große Verzögerung in die Lesung einsteigen. Herrscher des Bösen, die Heilige Allianz, die dritte Lesung zu diesem Thema und ja, da hat Viktor ja große Beiträge zu geleistet. Er hat das Intro und Outro zu diesen Videos erstellt, er hat sehr viel Übersetzungsarbeit geleistet und deswegen möchte ich ihn jetzt mal eben in der Freien und Hansestadt Hamburg herzlich willkommen heißen, Bruder Viktor. Schönen guten Abend, sei gesegnet. Hallo, moin moin und vielen Dank für die Einladung oder für die, ja, dass ich dabei sein darf bei der Lesung oder auch bei der vorigen Lesung, war wie immer wunderbar. Und ich begrüße auch an der Stelle alle anderen Beteiligten, die mit Skype verbunden sind. Ja, ohne große Umwege, lasst uns fortfahren in der Theateraufführung des Teufels. Oh ja, gerne, die Theateraufführung des Teufels. Herrscher des Bösen. Warte mal, ich mache mal eben noch das richtige Bild hier an die Seite. So, wir sind also immer noch in Kapitel 1, weil weiter als den ersten Satz haben wir ja gar nicht gelesen, ja. Wir haben ja den Satz gelesen, als der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Reporter Bernstein auf der Titelblattstory des Time Magazine veröffentlichte. Und da hat es im Grunde aufgehört. Und wir gehen halt in den Artikel des Time Magazine Artikels, der in total 17 Seiten umfasst. Und wir sind hier auf Seite 8. Ich hatte letztes Mal diesen Absatz hier gelesen und hatte die verschiedenen Personen erklärt, bis auf einen, nämlich bis auf George Bush. Und bevor ich den jetzt so erkläre, lese ich nochmal den ganzen Absatz, ohne die anderen Personen zu erwähnen. Gehe kurz auf die Person George Bush ein und dann gehen wir weiter in dem Artikel hier. Die wichtigsten Entscheidungen über die Unterstützung der Solidarność Arbeitergewerkschaft in Polen und die Reaktion auf die polnische und sowjetische Regierung wurde von Reagan, Casey und Clark in Absprache mit Antichrist Papst Johannes Paul II. Getroffen. Reagan hat diese Dinge sehr gut verstanden. Auch die verdeckte Seite, sagt Richard Pipes, der konservative, in Polen geborene Wissenschaftler, der die sowjetischen und osteuropäischen Abteilungen der NSC leitete. Das steht ja für United States National Security Council, also das amerikanische, der amerikanische Nationale Sicherheitsrat. Der Präsident sprach über das Übel des sowjetischen Systems, nicht über das Volk. Und dass wir alles Mögliche tun müssten, um diesen Menschen in der Solidarność zu helfen, die für ihre Freiheit doch kämpfen. Leute wie Haig und Handelssekretär Malcolm Bridge und James Baker, damals Stabschef im Weißen Haus, hielten das ganze Vorhaben für unrealistisch. Selbst George Bush hielt sich zu diesem Thema bedeckt. Jetzt stellen sich natürlich einige Leute auch mal die Frage von, warum wird denn hier George Bush erwähnt? Es geht doch um die Reagan-Präsidentschaft. Ja, aber George Bush war der Vizepräsident. Und wie wir später noch auch lernen werden, wenn wir es nicht schon längst wissen, weil wir schon andere Lesungen gehört haben von mir, dann wissen wir, dass die Macht in Amerika nicht beim Präsidenten, sondern immer beim Vizepräsidenten sitzt. Ja? Bei Obama zum Beispiel war das Joe Biden, der Jesuitengeschulte, der die Zügel in den Händen hielt. Und hier zur Zeit Reagans war es George Bush. Und selbst dieser George Bush hielt sich zu diesem Thema bedeckt. Ich saß oft in Meetings hinter ihm und wusste trotzdem nie, wie es um seine Meinung bestellt war. Einzig und allein Reagan war es, der verstand, was wirklich auf dem Spiel stand. Das glaubt zumindest der Richard Pipes. Aber gehen wir doch mal kurz in die Person George Bush. Wir sprechen hier über George Herbert Walker Bush. Ja? George H.W. Bush, meist einfach George Bush, ist ein ehemaliger US-amerikanischer Politiker der Republikanischen Partei und war von 1989 bis 1993 selbst der 41. Präsident der Vereinigten Staaten. Er hat einige Auszeichnungen und Ehrungen empfangen, von denen er unter anderem 1993 von Königin Elisabeth II. Zum Ehrenritter des Großen Kreuzes des Bath-Ordens, also des Badeordens, gekürt wurde. Ja, es gibt solche komischen Orden. Es gibt sogar den Orden der Hosenbandträger. Da haben, letztens habe ich da noch mit einem drüber gelacht. Ich sage, das gibt es tatsächlich. Order of the Garter, ja, Hosenbandorden. In 2009 erhielt dieser H.W. Bush selbst den PGA Tour Lifetime Achievement Award und wurde 2 Jahre später in die World Golf Hall of Fame aufgenommen. Außer seinem Vater, Prescott Bush, der übrigens ein verurteilter Nazi-Helfer war, war er auch wie sein Sohn George W. Bush, der Präsident zwischen 2000 und 2008, Mitglied der Geheimgesellschaft Skull and Bones. Und Skull and Bones ist eine amerikanische Division der Thule-Gesellschaft. Und das ist eine Geheimgesellschaft, wo Adolf Hitler Mitglied war. Alle drei, und das ist für die meisten Leute wahrscheinlich neue Information, alle drei, Prescott Bush, also Großvater von George W., H.W. Bush, Herbert Walker Bush, Vater von George W. Bush und eben auch George W. Bush selbst, waren alle drei Ritter der Heiligen Eucharistie und von George H.W. Bush wird ebenso vermutet, man weiß es bei solchen Leuten nicht immer ganz genau, er sei ein Mitglied des souveränen Militärordens der Malteser Ritter. Und ich habe hier noch einen Link beigefügt zu Knights of the Holy Eucharist und wie es kommt, dass sie da Mitglied sind, das hat damit zu tun mit der Eidesformel, die sie schwören, wenn sie in Skull and Bones eingeschwört werden. Da sollte jeder seine eigenen Nachforschungen nachgehen. Ich teile das hier nur mit und Details muss man selbst erforschen. Ich liefere nicht alles auf dem silbernen Tablett. So fahren wir dann in dem Text fort und lesen: Nach den meisten Berichten trat Casey in den ersten Tagen nach der Verkündung des Kriegsrechts in Polen in dieses Vakuum ein und wurde zum wichtigsten politischen Architekten. In der Zwischenzeit begannen Pipes und das NSC-Personal mit der Ausarbeitung von Sanktionsvorschlägen. Das Ziel war es, die Sowjets zu isolieren und das Kriegsrecht vor ihrer Haustür zu kritisieren, sagt Pipes. Die Sanktionen wurden mit der Special Operations der CIA-Abteilung für verdeckte Arbeitsgruppen, die für verdeckte Arbeitsgruppen zuständig ist, koordiniert. Und das erste Ziel war es, die Solidarność-Gewerkschaft durch die Bereitstellung von Geld, Kommunikation und Ausrüstung am Leben zu erhalten. Und auf die gleiche Art und Weise mit Geld, Kommunikation und Ausrüstung hat die CIA die Mudschahedin in der Zeit 78-79 am Leben gehalten, in dem Krieg in Afghanistan, wo die Afghanen gegen die Russen gekämpft haben, nur mal ebenso als Nebeninformation. Dank an Zbigniew Brzezinski. Den lernen wir auch noch später hier kennen. Die katholische Kirche versuchte dabei, sich der ganzen Situation anzupassen, erklärt einer der NSC-Beamten, der die Bemühungen zur Reduzierung des Pipeline-Projekts leitet. Die Kirchenführer versuchten in der Tat, Umstände zu schaffen, die der ernsthaften Bedrohung durch die sowjetische Intervention entgegenwirken würden, während sie es uns erlaubten, eine immer härter werdende Gangart einzuschlagen. Sicherlich gehörten sie zu all unseren Überlegungen dazu, wie wir die Entwicklung der Unterdrückung des polnischen Regimes sehen, ob es weniger wurde oder sich verschlechterte und wie wir vorgehen sollten. Was seine Gespräche mit Reagan über Polen angeht, sagt Clark, dass sie normalerweise sehr knapp ausfielen. Zitat: Ich erinnere mich eigentlich nicht, dass ich jemals ein ausführliches, persönliches oder gar ein privates Gespräch mit ihm hatte, das länger als 3 Minuten gedauert hätte. Ganz egal zu welchem Thema. Das könnte Sie jetzt überraschen, aber wir hatten unseren eigenen Kommunikationsstil. Ich wusste, welche Marschrichtung er in Polen einschlagen wollte, und das bedeutete, diesen Weg mit allen Möglichkeiten zu bestreiten. Der Präsident, Casey und ich, wir diskutierten ständig die aktuelle Situation in Polen. Wie war der Status von diversen verdeckten Operationen? Wer tat was? Wo? Warum? Und wie? Wie standen die Chancen auf Erfolg? Nach den Angaben von Clark bereiteten er und Casey den täglichen Statusbericht für den Präsidenten auf. Ein Geheimdienstdossier, das von der CIA vorbereitet wurde. Es enthielt spezielle Ergänzungen zu den geheimen Operationen und Analysen in Polen. Der Papst sandte nicht nur seine Stellvertreter, also Botschafter, sondern er traf sich persönlich mit amerikanischen Beamten, um die Ereignisse in Polen und die Wirksamkeit der politischen Aktionen zu bewerten, die von den Amerikanern initiiert wurden. Auch schickte er Botschaften in Form von Briefen oder verbal direkt an Reagan. Auf fast allen seinen Reisen nach Europa und in den Nahen Osten flog Casey zuvor nach Rom, um sich mit Johannes Paul II. Zu treffen und Informationen auszutauschen. Aber der primäre Botschafter zwischen Washington und Rom blieb Vernon Walters, der ehemalige stellvertretende Direktor der CIA, der hervorragend mit Casey harmonierte. Walters traf sich laut vatikanischer Quellen etwa 1 Dutzend Mal mit dem Papst. Walters wurde zum und vom Vatikan geschickt, um Botschaften zwischen Papst und Präsidenten zu übermitteln, sagt der ehemalige US-Botschafter Wilson im Vatikan. Es sollte allerdings nicht öffentlich bekannt werden, dass Walters in Washington und im Vatikan ein- und ausging. Es waren auch nicht alle Themen speziell auf Polen ausgerichtet. Es gab durchaus auch Diskussionen über Mittelamerika oder die Geiselnahme im Libanon. In den Jahren der Reagan-Administration waren verdeckte amerikanische Operationen, einschließlich derjenigen in Afghanistan, von der ich gerade eben sprach, über die Mujahedin-Unterstützung von Zbigniew Brzezinski und der CIA, Nicaragua und Angola, oft auch eine tödliche Hilfe für ausländische aufständische Kräfte in Form von Waffenlieferungen, Söldnern. Da gibt es ja diese eine Firma, wenn wir hier von Söldnern sprechen. Die heißt heute Academy, glaube ich. Die hieß mal eine ganze Zeit lang XI und davor hatte sie noch einen anderen Namen. Den kennen die meisten und mir ist er inzwischen entfallen, weil ich die neueren Namen kenne. Vielleicht weiß Viktor eben den Namen dieser Söldnerfirma, die heute Academy heißt, die also wirklich bezahlte Leute in die Krisenherde der Welt schicken, bewaffnet, um dafür zu sorgen, dass dort Kriege geführt werden. Also sie sorgten für aufständische Kräfte in Form von Waffenlieferungen, von Söldnern, Militärberatern und Sprengstoffen. In Polen gingen der Papst, der Präsident und Casey jedoch den entgegengesetzten Weg. Das Einzige, was sie dort tun mussten, war lediglich, die bereits vorhandenen Spannungen in die gewünschten Bahnen zu lenken, um sie im entscheidenden Moment loszulassen und ihre gewünschte Wirkung zu entfalten. Genau wie man das beim Spiel mit einem Flipper macht, ne? Sie mussten nur genau darauf achten, in der öffentlichen Meinung eine weiße Weste zu behalten, erklärt ein Analyst. Nun, was aus der Zusammenarbeit zwischen Reagan und Casey hervorging, war eine sorgfältig ausgerichtete Operation, deren Umfang im Vergleich zu anderen CIA-Aktivitäten eher bescheiden war. Wenn Casey dies jetzt gehört hätte, würde er grinsen, beobachtet einer seiner widerwilligen Bewunderer. Schließlich bekamen Reagan und Casey im Jahre 1991 die Neuordnung der Welt, die sie angestrebt hatten. Und der Papst auch. Die geheime Direktive. Weniger als 3 Wochen vor seinem Treffen mit dem Papst im Jahre 1982 unterzeichnete der Präsident eine geheime Richtlinie, NSDD 32, die eine Reihe von wirtschaftlichen, diplomatischen und geheimen Maßnahmen zur Neutralisierung der Bemühungen der UdSSR genehmigte, um Osteuropa zu verteidigen. In der Praxis beschränkten sich die wichtigsten verdeckten Operationen auf die innerhalb Polens. Der wesentliche Zweck der NSDD 32 war die Destabilisierung der polnischen Regierung durch verdeckte Aktivitäten. Dies sollte durch Propaganda und organisatorische Hilfe für die Solidarność-Gewerkschaft sichergestellt werden. Weitere Maßnahmen zielten hauptsächlich auf die Förderung der Menschenrechte, insbesondere im Zusammenhang mit dem Recht auf Gottesdienst und der katholischen Kirche, während von Amerika aus wirtschaftlicher Druck und diplomatische Isolation des kommunistischen Regimes aufgebaut wurde. Das Dokument, in dem auf die Notwendigkeit verwiesen wird, die demokratischen Reformbemühungen im gesamten Sowjetreich zu verteidigen, forderte auch eine Zunahme der Propaganda- und Untergrundfunkaktivitäten in Osteuropa. Von all diesen Aktionen glauben Reagans Helfer und Dissidenten in Osteuropa, dass sie besonders geeignet waren, um den Begriff der sowjetischen Unbesiegbarkeit zu untergraben. Der republikanische Kongressabgeordnete Henry Hyde, der 2006 von Antichrist Benedikt XVI. Zum päpstlichen Ritter des Ordens des heiligen Gregorius des Großen ernannt wurde, in Anerkennung seiner langen und seiner langjährigen Unterstützung für politische Fragen, die für die römisch-katholische Kirche von Bedeutung sind. Und wir erinnern uns natürlich, dass Gregor der Große derjenige war, der damals in seinem Schriftwechsel mit dem römischen Kaiser Moritz davor gewarnt hat, dass derjenige Bischof von Rom, der sich universaler Bischof nennen wird, der Vorläufer des Antichristen sein wird. Nachdem ist hier ein Ritterorden der römisch-katholischen Kirche benannt und diesen hat der Henry Hyde bekommen. Dieser republikanische Kongressabgeordnete Henry Hyde, zuständig für geheimdienstliche Operationen in den Jahren 1985 bis 1990, der über einige der verdeckten Aktionen der Regierung informiert wurde, bemerkt hierzu, Zitat, in Polen haben wir all die Dinge getan, die üblicherweise in Ländern getan werden, in denen man eine kommunistische Regierung destabilisieren und den Widerstand in der Bevölkerung dagegen stärken will. Wir haben Unterstützung in Form von geheimen Zeitungen, Rundfunk, Propaganda, Geld, organisatorischer Hilfe und Beratung geleistet. Und von Polen ausgehend wurde in den anderen kommunistischen Ländern Europas derselbe Widerstand organisiert. Ende Zitat. Und jetzt kommen wir zu dem von mir bereits vorher erwähnten Zbigniew Brzezinski. Zu den amerikanischen Sicherheitsberatern gehört auch der gebürtige Pole Zbigniew Brzezinski. Der war ein polnisch-US-amerikanischer Politwissenschaftler und Politikberater. Er war von 1966 bis 1968 Wahlkampfberater von Lyndon B. Johnson, das war der Präsident, der John F. Kennedy gefolgt war und der das 501c3 Amendment in Amerika eingeführt hat, das aus allen Kirchen Regierungsagenturen machte, 1964. Und er war von 1977 bis 1981 Sicherheitsberater von Jimmy Carter und er war Sicherheitsberater jedes darauffolgenden Präsidenten, bis er, ich meine, Anfang 2018 verstorben ist. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt The Grand Chessboard oder das große Schachbrett. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Deutschen heißt, also im Englischen heißt das Buch jedenfalls The Grand Chessboard und ist einer, der mit mehr oder weniger Henry Kissinger die ganze Zeit im selben Bett gelegen hat, dieselben Verschwörungen gemacht hat und dieselbe teuflische Arbeit geleistet hat. Und eben zu diesen amerikanischen Beratern gehörte auch der gebürtige Pole Zbigniew Brzezinski, der ehemalige nationale Sicherheitsberater von Jimmy Carter und allen anderen amerikanischen Präsidenten. Ich habe mich mit Casey stets hervorragend verstanden, erinnert sich Brzezinski selbst in einem Interview hier. Er war sehr flexibel und einfallsreich und bei den entscheidenden Dingen nicht allzu bürokratisch. Wenn etwas getan werden musste, dann wurde es auch getan. Um eine Untergrundbewegung wie die Solidarność am Leben zu erhalten, bedarf es eine große Menge an Nachschub, Netzwerkarbeit, Geld und so weiter. Nur aufgrund unserer immensen Unterstützung mit diesen Ressourcen wurde die Bewegung nicht zerschlagen. Endet das Zitat von Zbigniew Brzezinski. In militärischen Angelegenheiten war der amerikanische Geheimdienst dem des Vatikans überlegen. Aber die Kirche brillierte in ihren Bewertungen der politischen Situation. Und sie besaß die Kenntnis über die Stimmung der Menschen und kommunizierte mit der Führung der Solidarność, womit sich die Kirche in einer unvergleichlichen Position befand. Unsere Informationen über Polen waren sehr fundiert, weil die Bischöfe in ständigem Kontakt mit dem Heiligen Stuhl und der Solidarność standen, erklärt Kardinal Silvestrini, damals stellvertretender Staatssekretär des Vatikans. Sie informierten uns über Gefangene, über die Aktivitäten und Bedürfnisse der einzelnen Gruppen und Bewegungen und über die Sichtweisen und Schismen innerhalb der Regierung. All diese Informationen wurden dem Präsidenten oder Casey vom Vatikan offengelegt. Wenn man die Situation der Solidarność studiert, kann man erkennen, dass sie sehr geschickt gehandelt haben, ohne in den entscheidenden Momenten über das Ziel hinauszuschießen. Dies erklärt sich daraus, weil sie von der Kirche geführt wurden, sagt einer der engsten Helfer des Papstes. Ja, es gab Zeiten, in denen wir die Solidarność zurückgehalten haben. Denn Polen war wie eine tickende Bombe, die jederzeit explodieren konnte. Und das mitten im Herzen des Kommunismus, mitten im Herzen von Europa, umgeben von der Sowjetunion, der Tschechoslowakei und der DDR. Hätten wir hier zu viel Druck aufgebaut, hätte diese Bombe tatsächlich explodieren können. Caseys Cappuccino. In Washington entwickelte sich unterdessen eine enge Beziehung zwischen Casey, Clark und Erzbischof Pio Lagi. Während der kritischen Phase trafen Casey und ich uns mit Lagi in dessen Residenz, um seine Kommentare und Ratschläge zu sammeln, sagt Clark. Wir frühstückten, tranken Kaffee und diskutierten über die Fortschritte, die in Polen gemacht wurden. Ich habe oft mit ihm über die aktuellen Entwicklungen telefoniert und er setzte sich daraufhin direkt mit dem Papst in Verbindung. Lagi sagt hierzu, die beiden mochten guten Cappuccino. Gelegentlich konnten wir auch über Mittelamerika oder die kirchliche Situation zur Geburtenkontrolle sprechen, aber normalerweise drehte sich alles um die Entwicklung in Polen. Ist das nicht eine unglaublich wichtige Information, dass die gerne Cappuccino tranken? Sind das nicht genau die Dinge, die wir gerne wissen wollen, wenn wir so einen Artikel von der Time lesen? Wir werden hier, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, wir sind ja jetzt schon bei fast 2/3 des Artikels auf Seite 12. Merkt ihr eigentlich, wie das alles nur eine einzige Augenwischerei ist, dieser ganze Artikel der Times? Wie hier viele Worte gebraucht werden, aber im Endeffekt nichts Wirkliches gesagt wird? Wie hier die wahre Information weggelassen wird? Weil in diesem Artikel, ihr habt ja zum Glück meine Kommentare dazu und die rausgesuchten Internetseiten, Wikipedia und andere Informationen, Hintergrundinformationen der Spieler in diesem Artikel, die Viktor mit rausgesucht hat. Ohne das wüsstet ihr gar nicht, dass all diese Leute hier in Geheimorganisationen organisiert sind, dass sie teilweise von jesuitischen Schulen ausgebildet wurden, dass sie teilweise in subversiven Geheimorganisationen wie Skull and Bones, Thule Society und andere freimaurerische und andere antichristliche Systeme organisiert sind und im Grunde alle an einem Strang ziehen, und zwar in dieselbe Richtung an demselben Strang ziehen, um dafür zu sorgen, dass ein Dominostein nach dem anderen in dieser Welt fällt. Wie will man eine neue Weltordnung schaffen, wenn man eine Union der sozialistischen Sowjetrepubliken hat? Das geht nicht. Aber wenn ich diese Union der sozialistischen Sowjetrepubliken auseinandersprenge und wenn ich das in viele kleine Nationen teilen lasse, die ich einfacher beeinflussen kann als diesen großen Laden, dann habe ich mein Ziel erreicht. Da dreht sich das im Grunde drum. Dass hier Jesuiten an der Arbeit sind, dass hier Freimaurer an der Arbeit sind, das wird in diesem Time-Artikel mit keinem einzigen Wort erwähnt. Jetzt könnt ihr sagen von, ja Jörg, warum machst du dir die Mühe, diesen Artikel zu lesen? Um euch mal aufzuzeigen, weil viele Leute sagen von, ja, aber wenn die Time doch einen Artikel schreibt, die Heilige Allianz, wenn die Time doch einen Artikel schreibt, dass es eine Verschwörung war von dem amerikanischen Präsidenten und dem Antichristen, also dem Papst, der Antichrist schreiben die ja nicht, dem Papst Johannes Paul II., um den Kommunismus, die Vorherrschaft des Kommunismus zu brechen und den Kommunismus in die Knie zu zwingen, wenn die Time sowas schreiben darf, da haben wir doch eine freie Presse, ne? Martin Luther hat einmal gesagt, und Viktor weiß, welcher Satz jetzt kommt, du bist nicht nur verantwortlich für das, was du sagst, sondern auch für das, was du nicht sagst. Und dieser Autor dieses Time-Artikels, Bernstein, der Pulitzer-Preis gewinnende Journalist, hätte diesen Pulitzer-Preis nie gewonnen, hätte diesen Artikel niemals schreiben können und der Artikel wäre niemals veröffentlicht worden, wenn die ganzen Hintergründe, die ich versuche euch hier während dieser Lesung mitzugeben, wenn er die in seinem Artikel veröffentlicht hätte. Dann wäre dieser Artikel auch niemals veröffentlicht gewesen. Da muss man sich von bewusst sein. Es geht immer um die Dinge, die sie nicht schreiben. Und deswegen ist es null und nichtig, wenn ich mir über solche Dinge keinen Gedanken mache. Und wenn ich dann einen solchen Artikel wie den Time-Artikel lese, dann lese ich den, wie ich Moby Dick lese. Und das sagt mir dann auch nicht mehr. Am Ende fühle ich mich gut unterhalten, aber ich habe im Grunde nichts weiter dabei gelehrt. Ach ja, okay, der amerikanische Mitarbeiter und der CIA und so, die haben dies gemacht, die haben das gemacht. Ja, was denkt ihr denn, wofür Nachrichtendienste und Spione und was für nicht alles da sind? Doch eben genau für diese Sachen. Es ist nicht alles Fiktion wie James Bond. Sowas gibt es auch in Wirklichkeit. Das Einzige, was euch nie erzählt wird, ist, dass all diese ganzen Nachrichtendienste, CIA, Mossad, BND, KGB und wie sie alle heißen, CI5, MI5, MI6, die Fäden von all diesen Geheimdiensten laufen an einer Stelle in dieser Welt zusammen. Und dreimal dürft ihr raten, was diese Stelle ist. Hast du auch eine Bemerkung hier zu Viktor oder fahre ich fort in der Lesung? Ja, also ich gebe dir da allgemein auf jeden Fall so recht. Also der Artikel suggeriert ja so ein bisschen den Eindruck, der Papst und der damalige Präsident, der amerikanische Präsident, die hatten beide zufällig zur ähnlichen Zeit einen Anschlag und mit göttlicher Vorsehung wurden die daraus geführt oder von dieser Situation es hat irgendwas eingegriffen, hat die Situation entschärft und ja, dann man hat sich gut verstanden, man war ja auch eh immer einer Meinung, auch was war das, der Potsdamer Pakt oder was das anbelangt, und man sollte da ja dann auch mal zusammen was unternehmen. Also letztendlich, ja, ist reiner Zufall, der da stattgefunden hat. Und das soll ja dem Leser so ein bisschen suggeriert werden. So, ne? So kommt das in dem Time-Artikel auch rüber, ne? Ja, das ist alles mehr oder weniger zufällig, ne? Ja, finde ich auch. Richtig. Und ich fand jetzt aber doch so ein bisschen, ich sag mal, mit so ein bisschen Grundkenntnisse deiner Videos, wenn man so ein bisschen die letzten Absätze sich so zwischen den Zeilen liest oder auch mal ein bisschen fester auch in der Bibel natürlich ist, dann im Glauben steht, dann kann man doch so ein bisschen raushören, dass die Kirche, das stand ja schon selbst, dass alles irgendwie geführt hat, diese Solidarność-Bewegung oder diese Gewerkschaft, und die auch immer genau wussten, wie viel, ich sag mal, wie beim Auto, Gaspedal, wie viel können wir jetzt, ne, wie viel schneller können wir jetzt aufs Pedal drücken oder gehen wir mal wieder ein bisschen runter, wie viel Gas können wir noch geben, bis die Bombe explodiert, ne? Richtig, genau, bis das Fass zum Überlaufen kommt. Und das kannst du ja letztendlich immer nur wissen, wenn du Insiderwissen hast. Wenn du beteiligt bist, ne? Letztendlich, da kommen wir ja natürlich auch später noch zu im Laufe des Buches von Tapassorsi, Herrscher des Bösen, dass die Jesuiten immer beide Seiten spielen. Und dann können wir auch, denke ich, weiter fortfahren. Ja, immer beide Seiten spielen, das darf man halt niemals vergessen. Und der Punkt, den du gemacht hast, dass wenn man einige von meinen Videos bereits gesehen hat oder sich im Allgemeinen mit dieser Thematik schon mal beschäftigt hat, dann liest man diesen Artikel natürlich ein wenig mit anderen Augen. Das Problem ist, die meisten Konsumenten des Time-Magazins haben sich da auf die Art und Weise nicht mit beschäftigt, und von daher lesen die Leute diesen Artikel mehr oder weniger wie Moby Dick. Ja. Gut, im nächsten Absatz fährt der Autor hier fort und sagt, bei mindestens 6 Gelegenheiten beim Kardinal Lagi direkt ins Weiße Haus, bei mindestens 6 Gelegenheiten kam Kardinal Lagi direkt ins Weiße Haus, um sich mit Clark oder dem Präsidenten zu beraten. Was sollte sich doch mal ein Protestant in Amerika fragen, hat ein römisch-katholischer Kardinal im Weißen Haus zu tun, und dann noch, wenn er dieses Weiße Haus durch den südwestlichen Eingang betritt, eben um den Reportern, die in den anderen Eingängen lungern, zu entkommen oder auszuweichen. Weil wir so nah am Ziel waren, sind wir keine unnötigen Risiken eingegangen, sagt Lagi. Meine Aufgabe war es in erster Linie, Begegnungen zwischen Walters und dem Heiligen Vater zu ermöglichen. Es war eine sehr komplexe Situation, in der das Ziel darin bestand, die Menschenrechte, Augenwischerei, die Religionsfreiheit, das ist die Freiheit der römisch-katholischen Kirche, um ihre abergläubische Religion auszuführen, und die Solidarność am Leben zu erhalten, ohne die kommunistischen Behörden über Gebühr zu provozieren oder strapazieren. Aber ich sagte zu Vernon, hör in diesen Angelegenheiten immer auf den Heiligen Vater. Hierbei haben wir 2000 Jahre Erfahrung. Obwohl William Casey... und da möchte ich nochmal eben das Bild einblenden. Danke für den Hinweis hier, Jörg. Moment, das habe ich mir aufgeschrieben. Casey, ich habe euch das Bild ja auch vorher schon mal gezeigt. Viktor sagte das noch von Jörg, der kommt später noch, ja, mit dem Zitat, was ich dabei hatte. Das erste Bild haben wir ja schon. Nehmen wir das halt mal. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild schon kennt. Ich finde das sehr bezeichnend. William Casey, CIA-Direktor, sagt hier, wir wissen, dass unser Desinformationsprogramm komplett ist, wenn alles, was die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, falsch ist. Ja, für wen arbeitet der denn dann? Für das amerikanische Volk? Ist die CIA dann eine Organisation, die die Vereinigten Staaten von Amerika beschützt? Oder ist das eine Organisation, die alles andere außer die amerikanische Bevölkerung beschützt? Obwohl William Casey für einige Aspekte seiner Amtszeit als CIA-Chef verunglimpft wurde, gibt es jedoch keine Kritik an seiner Einschätzung in Bezug auf Polen. Im Grunde war er sehr zuversichtlich, dass die Kommunisten nicht durchhalten werden. Besonders nicht in Polen, sagt der ehemalige Kongressabgeordnete Edward Bernays. Und den Lebenslauf könnt ihr selbst in der Fußnote hier beilesen. Ich finde, dass da nichts besonders Wichtiges mit beisteht. was man hier jetzt wissen müsste über ihn. Jedenfalls ist er ein polnischsprachiger Osteuropa-Experte, der die Regierung beriet und sich häufig mit Casey traf. Er war davon überzeugt, dass das kommunistische System dazu verdammt war, in gewisser Weise gestürzt zu werden und Polen das Zünglein an der Waage sein würde, um den Dammbruch herbeizuführen. Er forderte einen konstanten Fokus der CIA auf Osteuropa. Dies wurde von der Öffentlichkeit nicht direkt bemerkt, weil von anderen, wichtiger entscheidenden Ereignissen abgelenkt wurden, wie zum Beispiel die Situation in Nicaragua und El Salvador. Alles nur Dinge, um den Blickpunkt von anderen Kriegsschauplätzen wegzulocken. Casey genoss es in Polen, geheimdienstliche Operationen vom Stille der alten Schule durchzuführen. Operationen aus den Tagen seiner Zeit in der Abteilung für strategische Planung während des Zweiten Weltkrieges, das ist also die OSS, ja, Vorläufer der CIA-Organisation, Office of Strategic Services, oder auch die, welche er während seiner frühen Jahre bei der CIA geleistet hatte. In einer Zeit, als die Demokratien Westeuropas aus der Asche des Zweiten Weltkriegs erwuchsen. Wie Phönix aus der Asche, ne? Wer denkt da nicht dran bei so einem Satz? Einige seiner Mitarbeiter behaupteten, durch Caseys Kontakte seien Elemente der sozialistischen Internationale, gibt es einen Link hier, könnt ihr euch dann anschauen, das ist im Grunde die weltweite Organisation von sozialdemokratischen, liberalen und sozialistischen Parteien, im Interesse der Solidarność organisiert worden. Und zwar ganz ähnlich wie die sozialdemokratischen Parteien Westeuropas, also auch die deutsche SPD, von der CIA als Instrument der amerikanischen Politik eingesetzt wurden, um nach dem Krieg dabei zu helfen, antikommunistische Regierungen zu errichten. Und diesmal war das Ziel die Abschaffung einer christdemokratischen Mehrheit in Polen. Mit der Kirche und der überwältigenden katholischen Mitgliedschaft in der Solidarność als dominante politische Kraft in einem postkommunistischen Polen. Durch seine Kontakte zu den Funktionären der sozialistischen Internationale, darunter Beamte sozialistischer Regierungen in Frankreich und Schweden, stellte Casey sicher, dass taktische Hilfe auf dem Kontinent und auf See zur Verfügung stand, um dringend benötigte Güter nach Polen zu importieren. Es ging uns nicht darum, große Mengen an Geld auszugeben, sagt Brzezinski. Es ging darum, die Botschaft zu vermitteln und Widerstand zu organisieren. Dies geschah in Form von Propaganda, über das Radio und Fernsehen, aber auch mit Hilfe von Büchern, Kommunikationsausrüstung, Propaganda, Tinte und die Bereitstellung von Druckerpressen. Propaganda über Radio und Fernsehen. Hallo! Nicht nur in Kriegszeiten, auch in Friedenszeiten. Propaganda über Radio und Fernsehen. Was sind denn all diese Sendungen, die uns so gesagt Neuigkeiten aus der ganzen Welt bringen? Ob das die Tagesschau im Ersten, RTL Welt oder was weiß ich, wie das heißt, auf diesen Privatsendern ist oder heute im Zweiten oder wie die ganzen Sendungen auch heißen. Das ist alles Propaganda über Radio und Fernsehen. Und nichts anderes haben sie damals gemacht. Im kommunistischen Polen. Und Propaganda, ja, da gibt es ein interessantes Buch, da ist der Link hier von drin, von Edward Bernays, das habe ich auch auf meinem Computer, wollte ich mal lesen, hat 130 Seiten oder so. Ich habe es angefangen, aber habe es dann doch nicht weitergeführt, weil ich mich mehr mit biblisch orientierten Büchern beschäftigen wollte, aber ich habe es bei mir auf dem Computer und der Link wird dann natürlich auch hier in dem Artikel, wenn wir den veröffentlichen, dabei sein und das kann dann jeder sich mal runterladen. Das Buch Propaganda von Edward Bernays, geschrieben Anfang des 20. Jahrhunderts und wie dieser Edward Bernays eine sehr, 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 sehr wichtige Person zu der Zeit war. Propaganda lautet der nächste Unterparagraph hier im Artikel des Time Magazins. Und so erschienen in fast jeder Groß- und Kleinstadt Untergrundzeitungen und tonnenweise vervielfältigte Flugblätter, die die staatlich kontrollierten Medien, ja, Miranda, Proces und Intermirifica, dazu kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Buchlesung, und zwar auf eine intensive Art und Weise, genauso intensiv wie ich in der Zusammenfassung von Herrscher des Bösen auch schon mal drüber gelesen habe, Aber diese beiden Enzyklale der Päpste, Pius XII. Von Miranda Prosos und Inter Mirifica von Johannes dem 23., 1958 respektive 1963, erklären uns, dass die staatlich kontrollierten Medien im Grunde vom Vatikan kontrolliert werden. Also, es erschienen tonnenweise vervielfältigte Flugblätter, die die staatlich kontrollierten Medien offen angriffen. Die Kirche veröffentlichte ihre eigenen Zeitungen. Und so wurden Rundschreiben der Solidarność, die auf amerikanischen Druckmaschinen hergestellt wurden, an kirchliche Anschlagbretter genagelt. Plakate wurden mutig an Polizeistationen und Regierungsgebäuden und sogar an den Eingängen zum staatlich kontrollierten Fernsehzentrum angebracht, wo Armeeoffiziere die offiziellen Nachrichten sendeten. Die amerikanische Botschaft in Warschau wurde zum zentralen Außenposten in der kommunistischen Welt und nachweislich auch zum effektivsten. Unterdessen hielt die AFL-CIO, das ist die American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, mit anderen Worten der mitgliedstärkste Gewerkschaftsdachverband in den USA und Kanada, diese AFL-CIO, die vor dem Kriegsrecht die größte Unterstützung der USA für die Solidarność darstellte, den Ansatz der Reagan-Administration für zu langsam und erklärte es ebenfalls zu konfrontativ gegenüber den polnischen Behörden. Dennoch konsultierten der AFL-CIO-Präsident Lane Kirkland, der übrigens ausgebildet wurde an Georgetown-Universität, und da lernen wir natürlich eine ganze Menge noch drüber während der Lesung des Buches Herrscher des Bösen, das wir hier gerade erst anfangen. Dieser AFL-CIO-Präsident Lane Kirkland konsultierte und sein Stabsmitarbeiter Tom Kahn nach Erkenntnissen des Geheimdienstes häufig Poindexter, Clark und andere Beamte des Außenministeriums und des Nationalen Sicherheitskomitees. Es ging hierbei in erster Linie um logistische Abstimmungen über den Zeitpunkt der Verteilung von Warenlieferungen nach Polen, die Identifizierung von Städten, in denen die Solidarność besonders auf externe Hilfe angewiesen war, und um Einschätzungen, wie die Solidarność und die AFL-CIO bei der Verbreitung von Propagandamaterial am effektivsten zusammenarbeiten können. Lane Kirkland verdient in diesem Zusammenhang besondere Anerkennung, bemerkt Derwinski. Sie geben es nicht gerne zu, aber sie bewegten sich im Gleichschritt in diesen Dingen mit der Administration. Vergessen werden sollte auch nicht, dass Bill Clarks Ehefrau aus der Tschechoslowakei kommt, ebenso wie Lane Kirklands Frau. Das war eine Angelegenheit, bei der alle Beteiligten eingebunden waren. Es gab keine Rasenkämpfe, Einzelgänger oder Schwarzseher. Die AFL-CIO-Funktionäre kannten jedoch nie das Ausmaß geheimer US-amerikanischer Unterstützung oder das Vertrauen der Regierung in die Kirche, wie viel Druck auf polnische und sowjetische Behörden auszuüben sei. Casey war damit bemüht, die Loyalität der amerikanischen und europäischen Arbeiterbewegung nicht mit zu vielen Details über die Bemühungen der Regierung zu gefährden. Und dies war in der Tat keine strikte CIA-Operation. Vielmehr war es eine Mischung aus verdeckten und offenen Operationen, das Mitwirken des Staates und geheimen Allianzen. Casey erkannte, dass die AFL-CIO in vielen Fällen einfallsreicher war als seine eigenen Mitarbeiter, wenn es darum ging, die einzelnen Zellen der Solidarność zu unterstützen und Ausrüstung ins Land zu schmuggeln. Dem ehemaligen stellvertretenden CIA-Direktor Inman zufolge entschied Casey, dass diese Beziehung der amerikanischen Arbeiterbewegung zur Solidarność so gut sei, dass vieles von dem, was die CIA benötigte, über offizielle AFL-CIO-Kanäle finanziert und bezogen werden könne. Finanzielle Unterstützung war nicht das, was sie primär benötigten, sagte Inman. Es war die Organisation, und das war ein unendlich effektiverer Weg, ihnen zu helfen, als durch klassische verdeckte Operationen. Das Büro der Solidarność in Brüssel. Ist das nicht mal eben interessant? Das Büro der Solidarność in Brüssel. Warum ist ein Büro eines kommunistischen Landes, einer Gewerkschaft eines kommunistischen Landes in der auch damals schon europäischen Hauptstadt Brüssel? Ist das nicht mal eine interessante Frage? Übrigens, das hier finde ich fast noch interessanter, das Bild. Amerikas Geschäft mit dem Teufel. Die Heilige Allianz. Das Büro der Solidarność in Brüssel. Wie kommt die dahin? War nicht Polen ein abgeschottetes kommunistisches Land? Sollten wir das nicht alle denken? Und dann hat die größte Revolutionsbewegung in Polen ein Büro in der Hauptstadt der damaligen Europäischen Gemeinschaft? Naja, also ich glaube, Brüssel ist ja heute auch so ein Ort, wo immer geschaut wird, was so alle gemeinsam haben, ne? Ja, ja, das auch, ja. Und ich meine, so eine Arbeitsgewerkschaft gab es natürlich auch im Westen, ne? Das hatte dann natürlich das irgendwo wieder mit gemein, ne? Ja, wahrscheinlich. Jedenfalls finde ich das doch zu dem Zeitpunkt ziemlich erstaunlich, dass da bereits ein Büro von Solidarność in Brüssel ist. Und dass da in diesem Artikel so offen drüber geschrieben wird, weil wir sprechen ja hier über die Zeit, wo diese Verschwörung noch stattgefunden hat, nicht über die Zeit, wo dieser Artikel 92 erschienen war. Da gab es die Solidarność wahrscheinlich schon mal in der Hinsicht gar nicht mehr. Aber es ist keiner, der da irgendwie drüber fällt. Ne? Deswegen habe ich es grün angeschrieben. Davon muss man dann eben drüber nachdenken. Warum hat die Solidarność da bereits ein Büro. Ja, warte mal, jetzt muss ich mal hier ein paar Fotos wegmachen. Muss ich mal hier... Ich habe zu viele Fotos, als dass ich das alles hier raufkriege. Okay. Jetzt müsste es wieder besser gehen. Das waren zu viele Fotos, ja. So. Also das Büro der Solidarność in Brüssel wurde ein internationaler Dreh- und Angelpunkt für alle beteiligten Parteien. Man gab sich mit anderen Worten dort die Klinke in die Hand. Das war ein emsiges Ein- und Ausgehen für alle beteiligten Parteien. Für Vertreter des Vatikans, für CIA-Agenten, für die AFL-CIO, für Vertreter der Sozialistischen Internationale, für die vom Kongress der Vereinigten Staaten finanzierte Nationale Stiftung für Demokratie, welche ebenfalls eng mit Casey als dem CIA-Vorsitzenden zusammenarbeitete. Es war der Ort, an dem die Solidarność ihren Geldgebern, von denen einige der Solidarność selbst unbekannt waren, mitteilten, was sie wo, wann und in welcher Menge benötigte. Priester, Reisebegleiter, Funktionäre von Arbeitsorganisationen und Geheimdienstmitarbeiter reisten ständig mit Hilfsanfragen und detaillierten Informationen über die Situation innerhalb der Regierung und des Untergrundes nach Polen ein und aus. Lag das nicht hinterm eisernen Vorhang? Es flossen Unmengen von Lebensmitteln, Kleidung und Geld zur Begleichung von verhängten Strafzahlungen gegen Anführer der Solidarność, die vor polnischen Gerichten verklagt wurden. Innerhalb Polens verschickte ein Netzwerk aus Priestern Botschaften zwischen den Kirchen hin und her, in denen sich viele leitende Personen der Solidarność versteckt hatten. Im Sommer 1984, als die Sanktionen gegen Polen dem einfachen Volk und nicht den Kommunisten zu schaden schienen, reiste Lagi nach Santa Barbara, um sich mit Reagan auf seiner privaten Residenz zu treffen und auf die Aufhebung einiger der Sanktionen zu drängen. Die Verwaltung war damit einverstanden, aber das Weiße Haus weigerte sich, in einer enger Abstimmung mit dem Vatikan seinen wirtschaftlichen Druck auf Moskau zu verringern. Die Unterbindung des Technologie-, Lebensmittel- und Kulturaustauschs als Preis für die fortgesetzte Unterdrückung in Polen. Ein Großteil der für die Solidarność bestimmten Ausrüstung kam über den Seeweg nach Polen. Dazu kamen oft nicht markierte Container zum Einsatz, die aus Dänemark und Schweden verschickt wurden und dann in Danzig und anderen Häfen von Hafenarbeitern gelöscht wurden, die heimlich mit der Solidarność zusammenarbeiteten. Entschuldigung, ich habe den Satz zu früh abgebrochen. Hafenarbeiter, die heimlich mit der Solidarność zusammenarbeiteten. Laut Regierungsvertretern spielten die sozialistische Regierung Schwedens und die schwedischen Gewerkschaften eine entscheidende Rolle bei der Organisation des Güterumschlags nach Polen. Von den polnischen Docks aus wurde die Ausrüstung in Lastwagen und Privatwagen transportiert, die von Sympathisanten der Solidarność gefahren wurden, die oft Kirchen und Priester als Anlaufstelle für Lieferungen und Abholungen benutzten. Solidarność lebt, lautet das nächste Kapitel. Die Reagan-Administration hat sich auf ganzer Linie der Kirche angeschlossen, beobachtet Derwinski, der heute Sekretär für Veteranenangelegenheiten ist. Also heute. Anfang der 90er Jahre. Nicht nur der obersten Kirchenhierarchie, sondern auch den einzelnen römisch-katholischen Kirchengemeinden und Bischöfen. Monsignore Bronislaw Dąbrowski, ja, Dąbrowski hat gelebt zwischen 1917 und 1997, war ein polnischer Bischof der römisch-katholischen Kirche, war von 62 bis 93 Weihbischof von Warschau, wurde in 68 bis 93 Generalsekretär der polnischen Bischofskonferenz. 1982 wurde Dąbrowski Titular, Erzbischof und Vizebischof der Warschauer Erzdiözese. Und aufgrund seiner Funktionen der Bischofskonferenz nahm Dąbrowski an politischen Ereignissen im kommunistischen Polen teil. Im Dezember 1981 schrieb er einen Brief an General Wojciech Jaruzelski, in dem er die Ausrufung des Kriegsrechts in Polen und die darauffolgenden Depressionen durch das Regime verurteilte. Dieser Monsignore Dąbrowski, ein Vertreter von Kardinal Glemp, kam oft zu uns, um uns anzuweisen, was nötig war. Er traf sich mit mir, mit Casey, dem NSC und manchmal auch mit Walters. John Crowell, eine weitere Person, deren Lebenslauf ich jetzt hier nicht bespreche, aber da könnt ihr gerne drüber nachlesen. Er wurde unter anderem 1953 von Pius XII. Zum Titularbischof von Cardiff und später Weihbischof von Cleveland ernannt. Dieser John Crowell, Kardinal von Philadelphia in dem Augenblick, als der Artikel geschrieben wurde, dessen Vater in Polen geboren wurde, war der dem Papst am nächsten stehende amerikanische Kirchenmann. Er traf sich häufig mit Casey, um die Unterstützung für die Solidarność und die Planung von verdeckten Operationen zu besprechen, so CIA-Quellen und Derinsky. Zitat: Kroll hat sich mit Präsident Reagan sehr gut verstanden und er war ihm eine Quelle für ständigen Rat und Kontakt, sagte Derinsky. Oft war er derjenige, zu dem Casey oder Clark sich bei offenen Fragen gewandt haben, weil er die Situation wirklich bis ins Detail verstanden hatte. Bis zum Jahr 1985 zeigte sich, dass der Kampf der polnischen Regierung zur Unterdrückung der Solidarność gescheitert war. Laut einem Bericht von Adrian Karatnicki, der bei der Organisation der Solidarność durch die IFL-CIO mitgewirkt hatte, erschienen in Polen mehr als 400 Untergrundzeitschriften, einige mit einer Auflage von über 30.000 Exemplaren. Bücher und Broschüren, die die Autorität der kommunistischen Regierung in Frage stellten, wurden zu Tausenden gedruckt und auch in Umlauf gebracht. In Kindercomics wurden polnische Fabeln und Legenden umschrieben, wobei Jaruzelski, ja, der General, der damals das Kriegsrecht in Polen ausgerufen hat, als Bösewicht, der Kommunismus als roter Drache und Lech Walesa als heroischer Ritter dargestellt wurden. In Kirchenkellern und Häusern sahen Millionen von Zuschauern antikommunistische Dokumentarfilme, die auf dem in das Land geschmuggelten Geräten produziert und gezeigt wurden. Mit geheimen, hochmodernen Rundfunkgeräten, die von der CIA und der AFL-CIO ins Land geschmuggelt wurden, brach die Solidarność regelmäßig in das Radioprogramm der Regierung ein und sendete oft Botschaften wie zum Beispiel „Solidarność lebt" oder „leistet Widerstand", bewaffnet mit einem Störsender, der von der CIA über Kirchenkanäle versorgt wurde, unterbrach die Solidarność neben dem Radio auch das Fernsehprogramm. Wie in dem Film, wenn ihr den kennt, von John Carpenter, Sie leben, von 1988. Ja? So haben sie das wirklich gemacht. Von wegen Science Fiction in diesen Filmen. Ja? Bewaffnet mit einem Störsender, der von der CIA über Kirchenkanäle versorgt wurde. Und diese Kirchenkanäle sind natürlich unantastbar, selbst für ein kommunistisches Regime. Unterbrach die Solidarność neben dem Radio auch das Fernsehprogramm. Bei den audiovisuellen und visuellen Nachrichten handelte es sich um Aufrufe zum Streik und Aufrufe zu Demonstrationen. Es gab einen großen Moment zur Halbzeit der nationalen Fußballmeisterschaft, sagt ein Vatikanbeamter. Gerade als der Halbzeitpfiff ertönte, lief ein „Solidarność lebt" Banner über den Bildschirm und ein weiteres Banner, das zum Widerstand aufrief. Besonders genial, wird hier herausgestellt, war das Timing, die Banner kurz nach dem Pfiff zur Halbzeit einzuspielen. Stellt euch mal vor, wäre die Unterbrechung nämlich während des eigentlichen Fußballspiels aufgetreten, hätte es die Menschen verärgert und von der Solidarność entfremden können. Fußball, Fußball über alles, wa? Brzezinski fasste zusammen. Es war das erste Mal, dass eine Unterdrückung durch die kommunistische Polizei nicht gelang. Niemand hätte damals geglaubt, dass der Zusammenbruch des Kommunismus so schnell oder nach diesem Zeitplan hätte stattfinden können, sagt ein Kardinal, der natürlich nicht alles sagt, der einer der engsten Vertrauten des Papstes war. Aber in ihrem ersten Treffen haben sich der Heilige Vater, der Präsident, also Reagan, und die Institutionen der Kirche und Amerikas zu einem solchen Ziel, oh, hier steht verpflichtet, ich hätte jetzt gesagt, in ihrem ersten Treffen haben sich der Antichrist und der mit ihm Unzucht treibende Präsident der Vereinigten Staaten und Institutionen der Kirche Amerikas zu einem solchen Ziel verschworen. Und von diesem Tag an lag der Fokus vollständig darauf, es in Polen zu verwirklichen. Schritt für Schritt beugten sich die Sowjets und die kommunistische Regierung Polens dem moralischen, wirtschaftlichen und politischen Druck des Papstes und des US-Präsidenten. Gefängnisinsassen wurden entlassen. Balancers Prozess wegen Verleumdung von Staatsbeamten wurde eingestellt. Die Kommunistische Partei Polens fügte sich und die Wirtschaft des Landes brach hinter dem Schleier von Streiks, Demonstrationen und Sanktionen zusammen. Am 19. Februar 1987, nachdem Warschau zugesagt hatte, den Dialog mit der Kirche aufzunehmen, hob Reagan die Sanktionen der USA auf. 4 Monate später wurde Antichrist Papst Johannes Paul II. Von Millionen seiner Landsleute gefeiert, als er durch Polen reiste, um sich dort für die Stärkung der Menschenrechte einzusetzen und die Solidarność für ihren Einsatz zu würdigen. Im Juli 1988 besuchte der spätere russische Präsident Michail Gorbatschow Warschau und signalisierte Moskaus Anerkennung, dass die Regierung nicht ohne die Solidarność zusammenarbeiten könne. Am 5. April 1989 unterzeichneten beide Seiten mehrere Abkommen zur Legalisierung der Solidarność und riefen zu offenen Parlamentswahlen im Juni auf. Im Dezember 1990, 9 Jahre nach seiner Verhaftung und dem Verbot seiner Gewerkschaft, wurde Lech Walesa der neue Präsident von Polen. Und Lech Walesa war ein Erzkatholik und ganz besonders ein Verehrer der heiligen Jungfrau Maria, nicht der Mutter von Jesus Christus, sondern der Himmelskönigin. Ich bitte hier zum Abschluss dieses Artikels die Zuschauer um Berücksichtigung der Tatsache, dass die ganze Welt eine Bühne des politischen Theaters ist und alles in diesem Theater geskriptet ist. Franklin D. Roosevelt, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der lebte von 1882 bis 1945, wird verbunden mit dem Zitat: In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auch auf diese Weise geplant war. Und das bringt uns zum Ende des Artikels über die Heilige Allianz im ersten Kapitel des Buches Herrscher des Bösen von Tupper Saucy. Das beginnt mit einem Zitat von Bischof Mendel Creighton, der sagt, die römisch-katholische Kirche ist ein Staat. Und hier werden wir nächstes Mal auch fortfahren. Deswegen möchte ich jetzt eben meinem Bruder Viktor die abschließenden Worte für die Lesung heute geben. Und nächstes Mal werden wir vernünftig in das erste Kapitel einsteigen. Aber dieses Hintergrundwissen, das wir jetzt durch das Lesen dieses Artikels bekommen haben, dieses Time-Artikels über die Heilige Allianz, mit der der Präsident der Vereinigten Staaten sich zusammen mit dem Antichrist verschworen haben, den Kommunismus runterzubringen, ist alles alleine schon deswegen Theater, weil die Jesuiten den Kommunismus überhaupt erst haben auferstehen lassen in der Sowjetunion und geleitet haben die ganze Zeit in der Sowjetunion und genauso Reagan geleitet haben und sie nur im Grunde, wenn man das als Schachspiel sich anschaut, die Figuren oder derjenige, der die Figuren der weißen Spieler, des weißen Gegners spielt und der die Figuren des schwarzen Gegners auf dem Schachfeld spielt, das ist ein und dieselbe Person. Ein und dieselbe Person. In der Form des Generals der Jesuiten, des schwarzen Papstes. Und damit ende ich meinen Beitrag für diese Lesung heute. wünsche euch noch einen schönen Abend, hoffe, dass ihr bis zum nächsten Mal auch brav die Bibel studiert und gebe das Wort an Viktor. Maranatha. Ja, vielen Dank für die Lesung. Ich dachte, wir quatschen vielleicht noch ein bisschen. Ja, können wir ja. Ich habe jetzt noch mal geschaut, Akademie, sagtest du vorhin, das ist ja die private der neue Name von dieser Söldnertruppe da. XI hieß das früher und davor hatte das einen ganz berühmten Namen, auf den komme ich nicht mehr. Blackwater meinst du? Ja, genau, Blackwater, danke. Ja. Das wollte ich nur noch mal ergänzen. Mhm. Ich war mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob du jetzt die Organisation noch davor meintest, aber soweit ich das jetzt verfolgt habe, wurde in Blackwater 97 gegründet von einem ehemaligen Navy SEAL-Offizier und so weiter und so fort. Und die haben das dann halt mehrmals umbenannt. Ne? Ja. Ja, das war noch der Punkt. Was du noch zuletzt gesagt hattest, ja auch über Russland. Interessant fand ich jetzt in dem Zusammenhang auch die Lesung von dem Griesinger, die wir jetzt zuletzt hatten, weil das ja auch so ein bisschen darauf eingeht, auf die Situation, ja, wie kommt das überhaupt, dass schon ja vor dem Kommunismus im Grunde auch die Russland schon mehr oder weniger infiltriert war. Das noch als vielleicht für diejenigen, die sich da auch dahingehend interessieren, da eigene Nachforschung anzustellen, kann ich nur sehr empfehlen, auf jeden Fall da in dem Zusammenhang. Das letzte Buch von dem Griesinger, ne? War das 7. von im Band 2? Ja, lass uns eben da die Dinge ein wenig deutlich stellen, dass da kein Missverstand entsteht. Die Jesuiten wurden während des 19. Jahrhunderts in Russland unterdrückt. Sie wurden während der Zeit ihrer Unterdrückung, das heißt die wo der Papst Clemens XIV. Die Bulle Dominus ac redemptor noster, die die Jesuiten verboten hat, 1773, wurden sie in 2 Staaten dieser Welt aufgefangen, nämlich einerseits in Preußen, in Schlesien, von Friedrich dem Großen und von Katharina der Großen in Russland. Wurden dann aber in den 1820er Jahren in Russland verboten und rausgeschmissen. Der Zar zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, 1861 bis 65, hat sogar die Amerikaner unterstützt, hat gegen die Jesuiten gekämpft, in dem Sinne, dass er dem amerikanischen Präsidenten Lincoln Unterstützung hat zukommen lassen in der Form einer Flotte. Und unter anderem diese Gründe waren für die Jesuiten so furchtbar schlimm, dass sie gesagt haben, dieses Zarengesocks muss ausgerottet werden, diese Zarendynastie muss ausgerottet werden, aus mehreren Gründen. A, sie haben uns komplett rausgeschmissen aus dem Land. B, sie haben sich dann noch mit Amerika verbunden im Sezessionskrieg. Und haben auf der Seite der Yankees, also der Nordamerikaner gestanden, wobei der Süden ja hauptsächlich von Jesuiten geleitet wurde, das wissen wir auch, von Jefferson Davis, und da kommen wir dann auch später vielleicht in diesem Buch noch drauf, aber das ist eine Sache, die in anderen Büchern auch besprochen wurde. Und es ist also für die Jesuiten hauptsächlich eine Rache dann gewesen, um eben auch dafür zu sorgen, weil eben auch der Zar oder die Zarin, die Kaiserin, die russische Kaiserin in dem Moment, immer der Protektorat, also der Beschützer der Kirche war, der östlichen Kirche, der russisch-orthodoxen und der griechisch-orthodoxen Kirche. Das Oberhaupt der Kirche, der Schutzpatron der Kirche, ist immer der Zar gewesen. Und diese Kirche ist ja ein Schisma mit der römisch-katholischen Kirche eingegangen und ist deswegen immer ein Dorn im Auge der römisch-katholischen Kirche und muss vernichtet werden. Also das sind alles Gründe für die Jesuiten, um sich an Russland furchtbar, furchtbar, furchtbar zu rächen. Und Stalin, der ja nichts weiter als ein Jesuitenpriester war, hat ja auch Abermillionen Menschen seines Volkes in seiner Regentschaft umgebracht, im Namen der Jesuiten. Also im großen Teil vom 19. Jahrhundert, wie du richtig sagst, was wir in Griesinger gelesen haben, waren die Jesuiten in Russland verboten, aber sie haben sich dann, Anfang des 20. Jahrhunderts, furchtbar gerecht und tun das bis heute noch. Ja, vielen Dank für die Ausführung. Ich glaube, das hat das sogar nochmal sehr gut ausgeleuchtet und die Zusammenhänge nochmal aufgezeigt in dem Zusammenhang. Ja, ich würde sagen, also da jetzt auch nicht weiter von mir noch was ansteht, also jetzt nichts weiter noch zu bemerken habe, außer was ich noch anzufügen hatte, was so interessant war, noch aus der letzten Lesung eben vorher. Das war jetzt natürlich für die Zuschauer, die es jetzt nicht gesehen haben, aber kann ich immer nur empfehlen, auch Romanismus und die Reformation zu verfolgen, wer jetzt sich dieses Video anschaut. Und also ich kann von meiner Stelle aus sagen, also ich brauche keinen physisch anwesenden König hier auf der Erde, den ich irgendwie anbete oder vor dem ich mich verneigen muss oder wie auch immer. Es reicht mir sein Wort, das er hier gelassen hat für mich und meine Brüder. Und ja, damit enden meine Worte für heute und freue mich aufs nächste Mal, die nächste Lesung. Und sage dann Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss von mir dann auch. Bis zum nächsten Mal.